meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute wieder eine Folge Kingdoms and Castles. In der letzten Folge haben wir ja, nicht zu 100% produktiv gearbeitet. Wir haben ja ziemlich spät erst die Häuser gebaut. Für alle, die es noch sehen wollen, unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer die Playlist von diesem Spiel. Da könnt ihr euch die erste Folge nochmal anschauen. Und ja, Leute, wir haben ein paar Felder gebaut. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Das läuft jetzt alles. Und ja, ich sehe immer diese Fische hier und denke mir mal so, mein Gott, die müssen wir jetzt mal gleich hier alle rausholen. Das ist ja auch schon ordentlich, was hier an Fisch rumschwimmt. Aber wir haben uns erstmal eine Obstplantage gebaut. Das war auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Damit kriegen wir einiges an Nahrung. Und ja, unsere Felder, die, glaube ich, auch ganz gut schon laufen, weil wir haben die nämlich alle auf dunkelgrüne Flächen gestellt. Es gibt ja hellgrüne, die sind mittelmäßig fruchtbar, und dunkelgrüne, die sind sehr hoch fruchtbar. Und die Bodenfruchtbarkeit bringt halt hat eine sehr gute oder positive Auswirkung auf die Felder. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir jetzt genügend Nahrung an den Start bekommen. Und jetzt als nächstes müssen wir ganz kurz gucken, weil unsere Berater haben uns anscheinend wieder was zu sagen. Der Landwirt: Majestät, auf unseren Feldern wächst mehr Nahrung, als wir lagern können. Könnten Ratten fressen die Überschüsse. Wir brauchen dringend neue Getreidespeicher. Okay, das ist wirklich ein Problem. Majestät, euren Untertanen geht es soweit gut. Aber es könnte besser sein. Untersucht ein Haus genauer, um zu sehen, wie wir die Lebensbedingungen der Einwohner verbessern können. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir schnell ein Lager gebaut bekommen. Oh, ein Marktplatz. Feiert Feste, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Oh, das machen wir direkt mal hier hin, würde ich sagen, an diese Stelle. Und jetzt müssen wir ganz schnell mal ein neues Lager bauen. Wo haben wir denn hier einen kleinen Getreidespeicher? Ah nein, den kann ich jetzt nicht bauen. Och Gott, ich hätte erst den Getreidespeicher bauen sollen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen. Wir haben den Getreidespeicher, ist ja so voll. Hä, Nahrungsspeicher, 30 von 200. Hä, warum sagen die denn, dass das hier voll ist? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also unser Getreidespeicher scheint nicht voll zu sein. Und die gehen da auch rein, also von daher ist alles in Ordnung. Ich finde es übrigens witzig, das fällt mir jetzt gerade mal auf, dass wenn man da draufklickt, dass der Deckel von dem Dach, also von dem Gebäude, also das Dach sich aufklappt. Das finde ich, haben sie echt witzig gemacht. Da merkt man, dass es einfach halt trotzdem immer noch sehr spielerisch alles gestaltet ist. Das finde ich sehr, sehr gut, das mag ich. Ich mag solche verspielten Grafiken und verspielten Ideen bei Spielen auf jeden Fall total gerne. So, was haben wir hier? Das braucht jetzt noch einen Moment, bis das fertig gebaut ist. Die Ressourcen haben wir auf jeden Fall am Start. Steine sammeln wir jetzt auch genügend. 8 Stück, 84 Holz haben wir schon, das ist auch gut. Ich glaube, das entwickelt sich alles gut. Wir müssen unbedingt mal gucken, dass wir jetzt gleich vielleicht mal eine Mühle oder so bauen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, weil die Mühle schafft es ja im umliegenden Feld, die Produktion ein wenig zu verbessern. Dann können wir eventuell auch hier vorne dann Felder hinbauen, oder ich baue die Mühle hier hin, obwohl die hat keine Auswirkungen auf Obstgärten. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Hm, das ist wirklich schwierig. Wir müssen gucken, weil hier vorne haben wir jetzt alles abgeholzt. Ah, hä? Warte mal, ist unser Lager voll? Oder warum liegt hier überall Holz rum? Warte mal. Burgtreppen? Stadt? Produktion? Steinbruch? Kleines Lager. Ah, hier ist eine Försterei. Fällt und pflanzt Bäume. Kann nicht zu nah an einer anderen Försterei platziert werden. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ich baue als erstes mal, baue ich hier an diese Stelle ein Lager. So, jetzt bauen wir eine Straße von hier nach da. So, damit wir das Lager besser erreichen. So, dann bauen wir die Straße bis hier. Und bauen dann hier eine Försterei hin. Kriegen wir das hin? Ah, komm, bauen wir die Straße noch einen weiter. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir ob die jetzt neue Bäume hier im Kreis anpflanzen. Weil normalerweise müsste der Förster ja jetzt hier Bäume anpflanzen und die dann auch wieder fällen. Das wäre für mich auf jeden Fall die logische Konsequenz von einem Förster. Die forsten ja einen Wald auf und fällen ihn dann wieder, um das halt nachhaltiger zu gestalten. Aber gut, das schauen wir dann einfach mal. So, ein kleines Lager habe ich jetzt hier vorne an die Stelle hingebaut. Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht. Obwohl, warte mal, die Försterei, was hat die für einen Radius? Ich glaube, bis hier ungefähr, ne? Dann sollte das eigentlich passen mit dem Lager. Und dann sind wir auch in der Nähe von dem Eisenerz. Das ist auch in Ordnung. Wir haben jetzt 52 Holz, 2 Eisen. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir eventuell was anderes bauen. Oh, wir können eine Köhlerei bauen. Das ist gut, weil die Häuser wollen nämlich Kohle haben für den Winter. Das steht nämlich, also wenn man auf das Haus klickt, auf der rechten Seite seht ihr das nämlich auch. Ich habe übrigens die Facecam verschoben. Das habt ihr ja gesehen hier. Hat sich ein bisschen verändert, die Position. Aber noch höher kann ich sie dann nicht schieben. Hier oben steht dann halt nur noch, bietet Wohnraum für 5 Bewohner und sowas. Das ist alles relativ uninteressant.
Genau, hier steht, die brauchen Kohle und dann sind die ein bisschen zufriedener und dann geht die Zufriedenheit allgemein hoch. Das heißt, wir bauen jetzt mal eine Köhlerei, produziert Holzkohle, die zum Heizen, Kochen und Schmieden benötigt wird. Der entstehende Rauch stört umliegende Bewohner. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze ein bisschen auszulagern. Die Frage ist natürlich, wo lagern wir das hin? Ich würde das jetzt eigentlich ungern hierhin lagern, sondern wenn, dann würde ich das ganz gerne irgendwo hier in die Ecke stellen. Guck mal, wir können rein tun. Pass auf, wir machen jetzt mal was. Machen, obwohl das ist auch blöd. Ah, warte mal, wir können das ja hier hinten hinbauen. Wir bauen das einfach hier hinten hin. Wir bauen jetzt hier, zack, bauen wir hier einfach eine Köhlerei hin. An die Stelle. Das ist, glaube ich, weit genug weg. Machen wir mal zwei Stück. Ja, machen wir zwei Stück, das passt. Und dann gucken wir mal, wie viel Kohle die produzieren. Vielleicht können wir dann später auch noch mehr machen. Auf jeden Fall ist es ein bisschen ausgelagert. Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir das hier hinten haben, anstatt dass wir das direkt in die Nähe unserer Felder oder so stellen, weil man weiß ja nicht, in welche Richtung sich das Ganze expandiert. Dann würde ich sagen, könnte man das so sehen, dass hier hinten so ein bisschen Industriegebiet entsteht. Oder wenn wir später sogar noch mehr Möglichkeiten haben, können wir auch eine Brücke bauen und können dann hier die Industrie hinlegen. Und dann können wir hier unsere Stadt ausbreiten. Dann würde ich sagen, machen wir die Stadt über die Fläche. Oder vielleicht können wir auch die Stadt hier hinten rüber. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das später entwickelt. Wir gucken erstmal, was unsere Berater zu sagen haben. Der Landwirtschaftstyp hat wieder was zu sagen. Majestät, unsere Nahrungsmittelvorräte schwinden. Vielleicht könnten wir mehr Felder dem entgegenwirken. Ach so, okay, wir sollen mehr Felder bauen. Der Typ weiß auch nicht, was er will, ne? Erst sagt er, jo, unsere Vorräte sind so viele, dass die Ratten die wegfressen. Und jetzt sagt er, dass wir zu wenig Felder haben. Gut, nächste Entscheidung wäre dann, dass wir mehr Felder bauen. Das können wir auch gerne machen. Die Frage ist nur, wo baue ich die hin? Wo baue ich die Felder hin? Warte mal, wir können am besten, glaube ich, hier nochmal einen Weg bauen. So, und dann bauen wir jetzt hier einfach nochmal ganz viele Felder hin. Oh, hier wird jetzt gerade geerntet. Das heißt also, der Winter naht. Sieht man doch schon daran, dass es schneit, Sander. So, mein Herr, 5 Menschen besuchten uns, aber nur eins konnte ein zufriedenstellendes Haus heimfinden und entscheidet sich zu bleiben und euch zu bedienen. Unsere Stadt ist voll, wir brauchen mehr Häuser. Okay, also nächste Instanz, mehr Häuser wieder. Kleine Hütte, wir brauchen mehr Holz. Wir haben jetzt gerade wieder Felder gebaut, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr so viele Felder, ist auch... wir haben keine Arbeiter in der Holzfällerhütte. Okay, die bringen jetzt gerade erstmal alle Holz hier zu den Feldern. Das können wir mal kurz eben beschleunigen. Okay, also wir müssen jetzt gucken, dass wir schnell an Holz rankommen. Jetzt haben wir natürlich da hinten die ganzen Felder in Auftrag gegeben und wir haben nicht so viel Holz am Start. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Haben wir denn noch Flächen, die abgeholzt werden können? Weil sonst würde ich sagen, kann man einfach mal das hier abholzen. Die Frage ist halt, ob die Wölfe uns angreifen. Das wäre natürlich kritisch, wenn die Wölfe uns hier angreifen. Weil wir kommen jetzt, das ist halt so richtig klassisch, ne? Ein richtig gutes Beispiel. Hier sind Wölfe im Wald, die leben, denen geht's gut, alles ist in Ordnung. Und dann kommen die Menschen und berauben denen einfach ihre Hut und alles wird weggefällt. Aber so ist es halt eben. Jetzt haben wir ein komplettes Jahr übersprungen und fast gar keinen Fortschritt gemacht. Oh, traurige Welt. Na gut, so it is. Kann ich jetzt nicht ändern. Müssen wir den Winter abwarten. Wir haben es geschafft, im Sommer 4 Felder zu bauen und die Felder zu bepflanzen. Das große Problem ist halt, dass wir nicht mehr genügend Bewohner haben, die dann halt hier die Felder bestellen können. Dementsprechend haben wir jetzt ganz viele Felder gebaut, aber da passiert halt eben nichts. So, warte mal, kann ich das irgendwie alles in Pause setzen hier? Nee, abreißen will ich es ja nicht. Die sollen ja schon ruhig laufen. Aber wir können mal ganz kurz eben sagen, hier nicht mehr in Betrieb. Nicht mehr in Betrieb, nicht in Betrieb und nicht in Betrieb. Also die neuen Felder lassen wir mal kurz eben aus. Und dann suchen die sich nämlich alle neue Arbeit. Wir haben nämlich hier Holzfäller, 20 Stück, aber es ist keiner drin. Also 20 Stück wären potenziell möglich, aber es ist keiner, der Holz fällt. Wir haben 4 Leute, die potenziell im Steinbruch arbeiten können, aber keinen, der das macht. Bauarbeiter, Obstgärtner, ja gut, die Bauarbeiter, die ziehen ja jetzt gleich ab. Guck mal, kommt schon wieder Winter. Oh Mann, ey, komm, wir reißen den Bums ab hier. Egal. Das muss hier mal eben kurz... Ist zwar echt... Oh nein, jetzt habe ich ein Pferd... Nein, ich habe ein fertiges Feld abgerissen. Hier liegen noch ein paar Holzplanken rum. Die können die dann verwenden, um andere Dinge zu machen. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir an Holz rankommen. Umso schneller wir jetzt an Holz rankommen... Hm. Ihr seht, es hat zu viel Zeit benötigt, die Ernte einzulagern. Ein Teil wurde bereits vom Winter... unbrauchbar gemacht.
Ach Mann, ey, das läuft jetzt gerade nicht so gut. Wir haben gerade organisatorisch einige Probleme, Leute. So, wir können eine weitere Hütte bauen. Zack. Okay, die eine Hütte. Wie viel Holz brauchen wir für eine? 5. Ah, okay, sobald wir 5 Holz haben, können wir also sofort die nächste Hütte bauen. Okay, dann können jetzt nämlich wieder neue, Oh, einer wurde von den Wölfen getötet. Einer wurde von den Wölfen getötet. Warte mal, kann ich das hier abbrechen? Diese Holzproduktion? Ich möchte nicht mehr, dass das so... Ah, warte mal, hier. Okay, brech das mal ab hier. Bitte kein Holz mehr hier fällen. Sonst sterben uns hier alle weg. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay, wir haben 29 Bürger, weil einer gestorben ist. Nein! Das ist kritisch. Das ist kritisch. Also das finde ich auch cool, dass so der einzelne Bürger hier wirklich was zählt. Vor allen Dingen hatte der wirklich einen Namen. Den müsste man eigentlich beerdigen. Richtig traurig. Ich glaube, es gibt sogar Friedhöfe, soweit ich mich erinnere. Warte mal, es ist schon wieder Ernte weggegangen, ne? Weil es hier zu viel Zeit benötigt. Weil es hier in unserem Antrag geht es soweit gut, aber es könnte besser sein. Wir brauchen mehr Häuser. Wir kommen da nicht drum rum. Wir brauchen unbedingt mehr Häuser. Das ist wirklich super wichtig. So, jetzt haben wir 31 Bewohner. Wir müssen gucken, dass wir unsere Anzahl von Bewohnern hochbekommen. Und ich muss wirklich darauf achten, dass wir zukünftig immer schnell genug auch neue Häuser bauen. Ich würde sagen, ich baue hier mal direkt wieder einen Weg. Okay, dann können wir nämlich hier wieder gleich Häuser hinbauen, damit das Ganze läuft. So, wir haben 31 Bewohner, aber ich glaube, es sind einfach viel zu wenig Leute am Holzfällen. Vielleicht kann ich mal einfach diese ganzen Bäume hier wegfällen. Alles, was hier so ist. Alles weg damit. So, hier hinten fällen sie Holz. Also die Holzfällerhütte, die ist auf jeden Fall am Start. Da geht was. Da sind jetzt sogar 4 Mitarbeiter. Und die bringen das Holz, wie es sich gehört, hier zu dem Lager. Das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, jetzt sind hier 4 Holz gelagert. Okay, also alles, was hier drin gelagert ist, geht auch direkt hier drauf. Ich hatte vielleicht gedacht, ist es so, dass es nur ein Zwischenlager ist. Und wenn unser Hauptlager leer ist, dass sie das dann da wieder abholen. Aber das passt. Gut, solange es gelagert ist, ist es also verfügbar. Oh, hier ist ein Brunnen. Ein Brunnen ist auch wichtig. Ich würde sagen, wir bauen einen Brunnen einfach direkt an diese Stelle hier. Ja, wir bauen einfach mal hier einen Brunnen hin. Weil mit einem Brunnen, daran kann ich mich auch noch erinnern, kann man nämlich, ich kann euch das mal kurz eben vorlesen, hier steht's, bietet im Falle eines Feuers Zugang zu Wasser und reduziert außerdem die Chance, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreifen kann, aber nicht hineinfallen. Okay, gut. So, dann bauen wir hier das nächste Haus hin. Und bauen hier auch wieder ein Haus hin und hier auch noch eins. So, zack, dann haben wir schon mal wieder ein paar Hütten mehr stehen. Dann bauen wir hier den Weg direkt bis nach oben, würde ich sagen, so. Und ja, jetzt gerade fängt es ein bisschen an, besser zu laufen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass sich das alles im Gleichgewicht hält mit der Nahrung und so. Obwohl, Nahrung haben wir genug. Wir haben jetzt 198 Nahrung von möglichen 250. Das geht gerade ordentlich nach oben. Ja, unser Lager müsste jetzt gleich sogar voll sein. Weil da sind noch einige Sachen auf dem Feld. Das ist aber in Ordnung. Also ich habe lieber mehr Nahrung, als am Ende dann das Problem, dass meine Leute verhungern. Das ist besser. Oh, und die Kohle läuft auch. Wir haben jetzt 10 Kohle. Damit müsste eigentlich die Zufriedenheit hochgehen. Ja, Zufriedenheit 71 im Haus. Das ist auch gut. Mein Herr, 5 Menschen besuchten uns, aber nur 4 konnten ein zufriedenstellendes Heim finden und entscheiden sich zu bleiben. Okay, aber 4 Leute, das ist schon mal gut. Also ich glaube auch, umso höher die Zufriedenheit der Leute in den Häusern ist, umso mehr Leute bleiben dann. Also wenn 5 Leute kommen, sind ja jetzt nur 4 geblieben. Einer sagt sich dann wahrscheinlich, nö, die haben kein Bier. Das brauche ich. Weil ich muss meine Abhängigkeit fördern, was auch immer. I don't know. So, wir bauen mal direkt ein paar mehr Hütten jetzt hier. Jetzt geht's richtig ab. Wir werden jetzt mal komplett ausrasten einmal und richtig viele Hütten hier hinsetzen. Und die werden jetzt auch alle schön hochgezimmert. Und dann werden jetzt wahrscheinlich gleich auch richtig viele Leute kommen. Und dann müssen wir mal gucken. So, das können wir jetzt alles wieder in Betrieb nehmen, weil wir haben jetzt mehr Leute. Dann brauchen wir das auch, definitiv. Und dann können wir mal direkt gucken, ob in der Nahrungsmittelproduktion noch irgendwas möglich ist. Wir können doch mal einen Obstgarten bauen, würde ich sagen. An der Stelle. Und hier bauen wir auch nochmal einen hin. Dann setzen wir auch nochmal einen Weg eben kurz hier. Zack, damit das Ganze auch ordentlich aussieht. So. Und guck mal, dann haben wir jetzt ein paar Obstgärten. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch direkt ein Lager nachdrücken. Weil wir sonst nämlich das Problem haben, dass unser Lager direkt voll ist. Weil wir sind jetzt schon bei 250 Nahrung. Und wir haben jetzt die Nahrungsmittelproduktion nochmal ordentlich angehoben, damit wir einfach keine Engpässe haben. Also das ist zumindest die Idee, die ich dabei habe. Jetzt müssen wir natürlich nur schauen, dass wir schnell genügend Ressourcen dafür bekommen, weil die bauen jetzt natürlich
mit den Ressourcen die ganzen neuen Felder und können in der Zeit auch keine Bäume fällen. Okay, Berufspriorität. Sieht man nämlich, Holzfäller sind nämlich nur 5 von 22, aber es steigt gerade. Also es kommen mehr Leute. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass wir jetzt langsam auch mehr Besucher, mehr Bewohner in unserer Stadt haben. Es wächst und gedeiht, meine Freunde. Es wächst und gedeiht. So. Schauen wir mal. Also die Felder sind jetzt gleich fertig hier vorne, beziehungsweise die Obstgärten. Wir haben jetzt, warte mal, wie lange dauert das denn noch? Okay, das ist wirklich gleich fertig. Oh, Alter. Das ist schon ein zufriedenstellendes Gefühl, wenn auf einmal diese ganzen Zahlen hochploppen. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Hier haben wir, unsere Lager sind nämlich gut gefüllt. Aber mehr können wir nicht lagern. Das ist jetzt ein Problem. Jetzt, das wird alles verrotten. Das wird alles verrotten, was hier liegt. Unser Lager ist komplett voll. Das wird uns gleich auch gesagt. Uns wird Safe Call gleich gesagt. Jo, hier, läuft nicht so. Gucken wir mal. Was sagt er? Majestät, es hat zu viel Zeit benötigt, die Ernte einzulagern. Ein Teil wurde bereits vom Winter. Okay, ist halt jetzt so. Majestät, lasst uns das Leben der Untertanen etwas angenehmer gestalten. Versucht, größere Häuser oder andere Dinge, die den Einwohnern gefallen könnten, zu bauen. Schauen wir mal, was wollen die denn haben? Ah, die wollen Fisch und die wollen Fleisch. Also die haben jetzt Obst, die haben Weizen, die wollen Fisch und die wollen noch Fleisch haben. Sonst haben die eigentlich alles und jetzt wollen die eigentlich nur noch größere Hütten haben. Also der Wohlstand kehrt langsam ein. Wir müssen aber jetzt mal gucken, dass wir schnell unser Lager hier bauen. Ohne Lager geht sonst gar nichts mehr. Wir brauchen mehr Stein. Oh mein Gott. Sollten wir vielleicht hingehen und einen weiteren Steinbruch bauen? Hier ist die Köhlerei. Die geht gut ab. Hier sind 4 Mitarbeiter drin. Das Problem ist halt, wie komme ich? Schäden beheben. Abreißen. Kann ich das abreißen? Warte mal, ich probiere das mal. Ich baue mal einen Weg von hier nach hier und bau dann an die Stelle. Das muss an nutzbaren Stein gemacht. Ja, ich komme da nicht dran an den Stein. Das ist mein Problem. Verdammt nochmal. Ich krieg den Stein da nicht weg. Ich komme nicht an den brauchbaren Stein dran. Das ist echt ärgerlich. Ich könnte jetzt auch hier versuchen, da hinten an den Stein dran zu kommen. Das ist echt gerade eine kritische Phase. Also wir haben zu wenig Stein. Zu wenig Steinquellen. Okay. Kleines Lager. Kleiner Getreidespeicher. Ich will nicht noch einen kleinen Getreidespeicher bauen. Okay, gut. Bringt nichts. Ich muss noch einen Getreidespeicher bauen. Einen kleinen. Damit wir wenigstens einen haben. Ich denke mal, den nächsten Winter. Oh, Majestät. Unglücklicherweise ertrank einer unserer Untertanen. Was? Wie konnte das denn passieren? Der ist bestimmt in den Brunnen gefallen. Der ist Safe Call in den Brunnen gefallen. Guck mal, wie viele Häuser sind... Oh, hier, unsere... Guck mal, die Häuser sind alle nicht belegt. Eigentlich ist das gut. Eigentlich ist das gut, dass die Häuser nicht belegt sind. Weil wenn die Häuser nicht belegt sind, heißt das, wir brauchen uns jetzt erstmal in den nächsten Folgen oder in den nächsten Tagen nicht mehr um die Häuser kümmern. Und ich würde sagen, Leute, wir sind erstmal am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich mache wieder Pause. Der Zwischenstand ist 51 Bewohner, 129 Holz, 18 Stein und viel zu viel Essen. Aber das kriegen wir auch noch weg. Wir müssen gucken, dass wir unsere Untertanen wieder zufrieden bekommen. Und hier sieht man es auch. Der Wohlstand ist auf jeden Fall am Start, Leute. Das Lager ist komplett proppevoll. Da müssen wir mal gucken, ob wir in der nächsten Folge dann direkt ein neues Lager bauen. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Playlist. Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr zukünftig nichts verpasst. Und was mich wirklich sehr freuen würde, wenn ihr eine positive Bewertung auf das Video gebt, wenn es euch gefallen hat. Damit supportet ihr mich. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.